Okay, Leute, weil das gerade so ein Trend ist, also ich glaube, Kiefernhof, da hat damit angefangen. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht wirklich, ob Kiefernhof damit angefangen hat, aber ich habe zumindest bei Kiefernhof als erstes gesehen. Und dann haben wir es einmal alle gemacht. Wäre nicht ohne Punkt, Punkt, Punkt. Und dann durftet ihr Sachen halt schreiben. Das habe ich natürlich auch auf Insta gemacht. Folgt mir gerne, wenn ihr sowas in Zukunft nicht verpassen wollt. Auf Insta heiße ich Pferde-Max. Und damit hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute mache ich das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich habe auf Insta Pferdemax ist nicht Pferdemax ohne. Und ihr habt was reingeschrieben. Und darauf werde ich jetzt reagieren, was ihr so geschrieben habt. Ich habe mir das abgescreenshottet und werde euch das dann immer einblenden. Das allererste, was geschrieben wurde, war Kalle. Oh mein Gott, Leute. Ohne Kalle wäre ich wahrscheinlich nicht mal, hätte ich wahrscheinlich nie mal Hobbyhorsing angefangen. Ohne Kalle wäre ich wahrscheinlich nichts geworden, also wirklich gar nichts, weil Kalle war ja mein erstes richtiges Hobbyhorse. Und ohne den hätte ich ja überhaupt nichts anfangen können, also. Es ist ja mal hier. Krass. Go bitch, go bitch, go bestie. Erstaunlicherweise haben voll viele irgendwie Popcorn geschrieben. Also mit Popcorn hätte ich ja am wenigsten gerechnet. So, Popcorn, Leute, was war mit euch? Popcorn reite ich gefühlt einmal im Jahr. Ich reite sie gefühlt, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 2 Monate mal. Und ich habe voll auf Popcorn geschrieben. Leute, was ist mit euch? Echt, ey. Geht gar nicht hier. Naja, gut, aber vielleicht, weil Popcorn auch, keine Ahnung, Leute, woher kommt das, dass Popcorn auf einmal so hier eine fame Maus ist? Schreibt mal in die Kommentare unter irgendeinem Video oder schreibt mir auf Instagram, soll ich mal mehr mit Popcorn machen? Dann haben natürlich welche Smilla geschrieben. Leute, wie dumm kann man eigentlich sein? Ich habe überhaupt nichts zu Smilla gesagt, aber Leute, ohne Smilla ist einfach voll die geile Maus hier. Deswegen folgt ihr alle auf Insta Charlie X Miller und auf YouTube Vlogs-Me. Dann YouTube. Das ist wirklich ein sehr geiler Beitrag hier. Dazu. Klar, ich wäre ohne. Oh mein Gott, ich habe gerade gespuckt. Können wir das kurz in der Zeitlupe? Ja, klar, ohne YouTube wäre ich einfach nichts. Wirklich nichts, weil ohne YouTube wäre Pferdemax, also wäre Pferdemax überhaupt nicht entstanden. Weil ich habe ja mit YouTube angefangen, als Corona ganz neu war. Und ja, also ohne Pferdemax würde, also ohne YouTube würde es auch kein Pferdemax geben. Und dann wüsstet ihr alle nicht, dass ich als Junge Hobbyhorsing mache. Okay, Pferde. Okay. Hobbyhorse. Danke für diesen, oh mein Gott, wertvollen Beitrag. Ohne Hobbyhorsing wäre ich nichts. Da hätte es, ohne Hobbyhorsing hätte es Kalle nicht gegeben, hätte es Pferdemax nicht gegeben, hätte es YouTube nicht gegeben. Also YouTube gab es schon, aber mein YouTube-Kanal nicht. Also ohne Hobbyhorsing wäre ich wirklich einfach ein Dreck. Also Dreck. Seine geilen YouTube-Intros. Ob die wirklich so geil sind? Also manchmal frage ich mich wirklich. Andere haben so richtig geile Videos mit so richtig geilen Übergängen. Und dann komme ich so, spiele einfach irgendwelche Szenen ab. Und ja, keine Ahnung. Und mache einfach irgendwelche Musik dahinter. Ich habe hier ein neues Intro. Können wir das kurz abspielen?
Ich weiß, Leute, dieses Intro. Ich habe gefühlt 3 Jahre für die Musik gebraucht, also bis ich die perfekte Auswahl hatte. Und ja. Aber sind meine Intros geil? Ich finde meine Intros überhaupt nicht geil. Manche haben auch geschrieben, Lovely. Und ohne Lovely, oh mein Gott, Leute, was soll ich? Leute, ohne Lovely wäre ich nicht so eine geile Schnitte, okay? Nein, Spaß, aber ohne Lovely wäre ich einfach nichts. Ich glaube, es ist Zeit, das Video zu beenden. Deswegen, Leute, habt noch einen wunderschönen Tag. Klicke jetzt hier auf den Abo-Button und auf das nächste Video. Danke. Ciao, ciao.